Hallo YouTube, hallo Internet. Ja, heute eine Mod-Vorstellung. Ich habe da was Tolles für euch und zwar eine Futtergabel. Das Ding finde ich richtig klasse. Man kann die umstellen. Hat also drei verschiedene Modi. Sieht man noch optisch. Ist für halt vier Quaderbeinen, für Rundbeinen und hat auch einen Großpackenbeinmodus. So, langsam. Ja, dann kann man die Beine auch fixieren mit der Taste X. Und jetzt kommt halt das Tolle an der Geschichte. Ich kann zum Beispiel den Strohballen nehmen und direkt einstreuen bei den Kühen. Ja, nicht nur das. Also ich kann auch damit dann Silageballen könnte man halt dann halt noch verfüttern. Und bei Heu, mit Heuballen geht das genauso. Oder halt Grasballen. Erkannt wird das immer je nach Größe. Also sie haben dann so standardmäßig wohl um die 4000. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Ich habe da mal was vorbereitet. So, die Map kennt ihr ja alle. Das ist die Standard-Map. So. Ja, das mit diesem Einstreuen, das finde ich schon klasse. Gerade am Anfang, wenn man anfängt, hat man ja nicht sofort Möglichkeiten einzustreuen. Und dann ist es ja nur mehr als realistisch, wenn man dann so eine Gabel hat. Da ist das gute Stück. Ich bringe mal kurz mein Auto hier irgendwo unter. So. Ja, von den Texturen okay. Ihr wisst, ich bin da nicht so pingelig. Und jetzt testen wir einfach mal. Also, wir können ja noch. Ich fahre mal ins Licht. Ich fahre mal ins Licht. Und wir zaubern mal kurz ein bisschen heller. So. Das wäre jetzt der Rundbeinmodus. Dann habe ich hier den Großpackmodus und mit U habe ich dann den Quaderbeinmodus. Also in der Beschreibung steht es falsch rum. Wenn ich T drücke für Quaderbein, ist der Großpackmodus aktiv und wenn ich U drücke, steht Großpackmodus, erscheint die Gabel für Quaderbeine. Also da nicht verwirren lassen, ist es nicht so tragisch. Ja, dann gehen wir das doch mal aus. Ich hoffe, die fressen jetzt schon. Was habe ich denn mal da? Nehmen wir doch mal Rundbein. Das war nochmal umschalten. Auf eher, was kann man sich noch merken? So, und ihr seht, er erkennt das dann auch gleich. Mann, hier muss ich auch mal aufräumen. So, unterwegs bin ich übrigens mit dem Fan, mit dem Wir. Ihr seht mich gerade etwas erstaunt, da sich der Bein bewegt, obwohl ich noch längst nicht da bin.
kann sein, dass da nochmal was überarbeitet werden müsste. So. Frage ich mich gerade, was passiert hier so? Komme ich da nicht richtig rein? Also das ist jetzt auch ein Standardbein. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich habe auch den nicht fixiert. Kann man jetzt auch nicht fixieren. Noch ein bisschen fummelig das Ganze. Jetzt habe ich ihn. Wenn nicht, wenn ihr mir nochmal berichten würdet, wie das denn bei euch damit geklappt hat, ob ihr da auch Probleme habt. Oder ob das jetzt an mir liegt. So, der wird jetzt sogar hier mit 6000 erkannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir das. Dann machen wir das mal anders. Das wäre jetzt doof. Ich möchte euch ja schon zeigen, wie ihr das Ganze macht. So. Plop. Okay, der ist dann gleich sofort zack weg. Geht ein bisschen schnell, vielleicht für eine V2, dass er ein bisschen langsamer entlädt. Ansonsten finde ich es wirklich eine tolle Sache. Probieren jetzt nochmal das Einstrahlen. Ob ich hier die anderen beiden vernünftig kriege. Ich setze mich wieder auf X. Okay, bei den normalen Ballen. Ach, Strahlen. Klappt sofort. Stroh wird dann auch gleich erkannt. Jetzt mal schauen, wie wir hier dran kommen. Und ansonsten muss ich den leider auch nochmal. Aber es geht ja um das Prinzip, ne? Dass es verstanden wird. Also mit den Rundballen, ich hatte vorhin mal mit den Lageballen probiert. Da war das gleiche Problem, dass der auch irgendwie sehr schwierig reinzukommen war. Das ist schon wieder fast für. Kategorie Fail. Übrigens habe ich hier More Realistic Mod dran. So.
Tick. So kann es eingehen. Ich habe hinten 600 Kilo dranhängen. Okay, aber wenn so ein Ball hier mit 6000. Oh, da kann er schon mal. Jetzt hab dich nicht so. Komm schon. Bah. Wir machen das mal anders. Ich mach den nochmal los. Ich sagte, ich mach den nochmal los. Jetzt bleib da. So. So, das Gewicht, das jetzt vor, das ist aber auch nochmal hier. Und wir schnappen uns mal ein anderes Fahrzeug auf die Schnelle. Ist auch wie eine kleine Panne, aber so habt ihr auch gerne mal einen Einblick in die More Realistic Mod. Ich werde also auch versuchen, er ist nun mal am Rande erwähnt in meinem Let's Play, in dem einen, was ich habe, da möglichst viele Mods von diesen More Realistic einzusetzen. So. Jetzt mit Deutz. Standardmaschine. Können wir ein bisschen neutraler testen das Ganze. Wieso hebt der jetzt das Gewicht nicht hoch? Ich macht mich ruhig fertig. Gewicht heben, ja. Hebst du ja nicht so hoch. Hm? Gewichte sind eh überbewertet. Wer braucht schon Gewicht, YouTube? Wir kriegen das auch so hin. So. Jetzt mit Anlauf. Ich kann mal das Geblinker anmachen. So. Okay, jetzt mit X dachte ich zum. Das hebt er auch ab. Und er hängt noch nicht richtig dran. Tja. Dann schleife ich das halt hinterher. Hauptsache es hilft. So, neuer Versuch. Na komm schon. So wird das nichts, denn er hat mich auch noch nicht erkannt. Jetzt. Gut, ich hatte ihm noch nicht auf die Gabel umgeschaltet. Mein Fehler. Ich staune hier gerade, was mit meinem Traktor passiert und, okay, kann sein, dass wegen der 6000, wegen der Literzahl oder Kilozahl, die ihr hier kennt, oder liegt das schon an diesen More Realistic, wirkt er sich auch ein bisschen auf die neuen Fahrzeuge, also auf die anderen Fahrzeuge aus, die eigentlich gar keinen Modus drin haben? Eigentlich nicht, oder? Dann ist es einfach hier daran, dass er die mit 6000 erkennt und ich kann hier abladen. Okay. Ja, also, es gab ja schon mal so eine ähnliche, kann ich mich erinnern. Und da war halt das Schöne, dass die dann ein bisschen langsamer ja, verschwunden ist, quasi so Stück für Stück. Also, die funktioniert auf jeden Fall. Auch diese Umschaltung ist schön, dass man die für alles dann nehmen kann.
wird auch dann alles erkannt, wenn man es reinwirft. Also den Füllstatus hatte ich vorher schon mal überprüft. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Und ich kann sie auf jeden Fall schon mal empfehlen. Schon mal ein bisschen zum Rumtesten. Aber toll wäre schön. Erstmal danke für den Mod, aber vielleicht kann man die nochmal überarbeiten, dass es so ein bisschen langsamer das Ganze dann ablädt. Ich werde die auf jeden Fall noch ein bisschen weiter testen und werde mir mal ein richtig. Ja, ich habe mal so ein. Da musst du ja schon. Also ein 2-Tonnen-Gewicht hinten dran hauen. Und werde die auch benutzen, mal zum Einstreuen und so. Aber wie gesagt, schön wäre es dann, wenn das Ganze sich ein bisschen realistischer entlädt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Entschuldigt für die Pannen, die ich jetzt hierbei hatte. Bedanke mich für den Mod-Ersteller. Ich will nicht mal Modder sagen, das liegt mir irgendwie immer auf der Zunge. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Vorstellung oder vielleicht mal beim Let's Play YouTube. Macht's gut.